Eine Kugel schlägt von links her auf ein Luftkissenfahrzeug ein, das über eine Feder mit einem zweiten verbunden ist. Die Kugel hat beim Einschlag eine Geschwindigkeit von 500 Meter pro Sekunde und eine Masse von 5 Gramm. Die beiden Luftkissenfahrzeuge haben eine Masse von 195 Gramm und 800 Gramm. Nun, die Frage ist, wie schnell bewegt sich das erste Luftkissenfahrzeug, nachdem es unmittelbar nachdem es getroffen worden ist. Dann, wie schnell bewegen sich die beiden Luftkissenfahrzeuge, wenn sie gleich schnell sind? Und wie viel Energie ist dann in der Feder gespeichert? Welche Maximalgeschwindigkeit kann das schwere Fahrzeug, also das zweite, erreichen? Diese Aufgabe habe ich im Reformstudium am Technikum Winterthur im Jahr 1995 an einer Prüfung gestellt. Diese Aufgabe löst man am besten im Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild erscheint der Impuls als Flüssigkeit, daher der Name. Die Erde bildet ein riesiges Reservoir für Impuls und die einzelnen Körper erscheinen als zylinderförmige Töpfe, wobei der Querschnitt der Masse des Körpers entspricht. Die Füllhöhe ist dann die Geschwindigkeit. Die Erde dient nur dazu, die Nulllinie der Geschwindigkeit festzulegen. Ich habe hier den ersten Topf gezeichnet. Das ist ein Topf mit einem Querschnitt von 0,005 Gramm und einer Füllhöhe von 500 Meter pro Sekunde. Wenn man jetzt Grundfläche mal Höhe rechnet, bekommt man einen Impulsinhalt von 2,5 Newtonsekunde. Das heißt, diese Kugel hier transportiert einen Impuls von 2,5 Newtonsekunde. Sobald die Kugel in das Luftkissenfahrzeug einschlägt, vergrößert sich die Masse auf 200 Gramm und der Impuls verteilt sich auf die gesamte Masse. Ich habe das hier skizziert, also der Topf links entspricht dem linken Luftkissenfahrzeug mit 200 Gramm Masse, der Topf rechts dem Luftkissenfahrzeug mit 800 Gramm Masse. Wenn man jetzt diese 2,5 Newtonsekunde auf die ganzen 200 Gramm umrechnet, bekommt man eine Geschwindigkeit, also eine Füllhöhe von 12,5 Meter pro Sekunde. Beim Einschlag der Kugel ist der größte Teil der kinetischen Energie der Kugel dissipiert worden, und zwar dort, wo eben die Kugel eingeschlagen ist. Nun fließt der Impuls durch die Feder weg, entsprechend der Verformung, in das andere Luftkissenfahrzeug über. Dadurch wird das zweite beschleunigt und das erste wird langsamer. Wenn die beiden Fahrzeuge gleich schnell sind, hat sich der gesamte Impuls von 2,5 Newtonsekunde auf die gesamte Masse von einem Kilogramm verteilt. Deshalb bekommen wir eine Geschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde. Also dann, wenn die Feder am stärksten zusammengedrückt ist, dann fließt übrigens auch der größte Impulsstrom durch die Feder, dann haben beide Körper eine gemeinsame Geschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde, wie man aus dem Flüssigkeitsbild praktisch direkt entnehmen kann. Das sind ja dann wie kommunizierende Gefäße. Nun, um die Energie zu rechnen, schauen wir uns wieder das Flüssigkeitsbild an. Es sind ja hier insgesamt, und jetzt müssen wir von 2,5 auf 12,5 Meter pro Sekunde die Höhenänderung rechnen, das sind 10 Meter pro Sekunde mal 0,2 Kilo. Sind also 2 Newtonsekunde Impuls geflossen vom leichteren zum schweren Fahrzeug. Also 0,8 Kilogramm mal 2,5 Meter pro Sekunde sind ja wieder 2 Newtonsekunde. Sind also 2 Newtonsekunde Impuls von dem Fahrzeug in dieses Fahrzeug geflossen. Dieser Impuls ist maximal um 12,5 Meter pro Sekunde hinuntergeflossen. Im Durchschnitt ist dieser Impuls um 6,25 Meter pro Sekunde hinuntergeflossen. Damit haben wir schon das Resultat. Die dissipierte Energie ist die mittlere Fallhöhe im Flüssigkeitsbild
mal der geflossene Impuls. Also 6,25 Meter pro Sekunde mal 2 Newtonsekunde, das sind 12,5 Joule. Jetzt ist die Feder maximal zusammengedrückt und jetzt beginnt sie sich zu entspannen. Dabei pumpt die Feder Impuls hinauf. Also zuerst ist Impuls hinuntergeflossen, die Feder hat Energie aufgenommen und in der zweiten Phase pumpt die Feder Impuls hinauf und gibt Energie an den Impulsstrom ab. Nun ist es intuitiv klar, dass wenn die Energie erhalten bleibt, die Feder noch einmal so viel Impuls hinaufpumpen kann, wie vorher hinuntergeflossen ist. Das heißt, wir müssen nur diese Amplitude, diese Geschwindigkeitsänderung hier auf die andere Seite quasi subtrahieren und dann bekommen wir die Endgeschwindigkeiten. Wenn wir das für den ersten Körper machen, haben wir also hier 10 Meter pro Sekunde. So viel ändert sich die Geschwindigkeit, solange der Impuls hinunterfließt. Und dann ändert sich diese Geschwindigkeit noch einmal um 10 Meter pro Sekunde, weil der Impuls jetzt hinaufgepumpt wird. Da bekommen wir eine Geschwindigkeit von minus 7,5 Meter pro Sekunde. Auf der anderen Seite ist die Geschwindigkeit angestiegen auf 2,5 Meter pro Sekunde bis zum Ausgleich. Dann fließt noch einmal Impuls hinüber oder wird hinübergepumpt, bis die Geschwindigkeit noch einmal um 2,5 Meter pro Sekunde gestiegen ist. Das gibt dann eine Maximalgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Das heißt, das ist der extreme Zustand, wenn also der zweite Klotz am schnellsten ist, hat er 5 Meter pro Sekunde und in diesem Moment bewegt sich der leichtere Klotz, das leichtere Luftkissenfahrzeug, mit minus 7,5 Meter pro Sekunde nach links. In dem Moment beginnt sich aber die Feder zu dehnen und dann fließt der Impuls rückwärts. Wir haben ja die Regel, wenn der Impuls vorwärts fließt, gibt es Druck und wenn der Impuls rückwärts fließt, gibt es Zug. Und es ist dann absehbar, dass natürlich nach einer gewissen Zeit der alte Zustand mit 12,5 Meter pro Sekunde für den kleinen Klotz und Stillstand für den großen oder für das große Luftkissenfahrzeug, das wird dann wieder erreicht. Und das nennt man eine Schwingungsdauer. Das heißt, das System bewegt sich schwingend nach rechts mit einer Schwerpunktgeschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde. Wenn man jetzt die Schwingungsdauer rechnen will, nimmt man die bekannte Formel. Schwingungsdauer ist 2π durch Kreisfrequenz oder eben 2π mal Masse durch Federkonstante und Wurzel draus. Und da muss man einfach daran denken, dass das eine Serieschaltung von zwei Kapazitivelementen ist, nämlich Kapazitivelemente bezüglich des Impulses. Also brauchen wir hier die Serieschaltung von Kapazitäten, um die Gesamtmasse oder Ersatzmasse zu rechnen. Und so bekommt man die Schwingungsdauer, was in dieser Aufgabe nicht gerechnet oder gefragt ist. Ich glaube, ich habe wieder mal gezeigt, wie man mit Hilfe des Flüssigkeitsbildes, wenn man es verstanden hat, Impuls und Energie, natürlich auch Kräfte, direkt diskutieren kann und wie man eigentlich mit ganz, ganz wenigen Formeln, die eigentlich intuitiv klar sind, zu einem Resultat kommt.